sind wir bei Betzel Lions, erste Mannschaft. Die Vorbereitung zur nächsten Saison geht los. Man sieht schon, es geht schon bei euch zur Sache. Ja, wir hatten das Glück dieses Jahr schon im Mai so langsam anzufangen, das Team zusammenzubauen. Wir haben jetzt 12 Leute im Training, die relativ gut dabei sind, waren in der Spitze 17, haben jetzt angefangen auszusortieren und finden die 12, 13, 14 Leute, mit denen wir in die Saison gehen wollen. Also ich habe jetzt auch, denke ich mal, Spieler von U18 und U20 angeschaut auch, ne? Genau, drei haben versucht, den Sprung in den Kader zu machen. Bei einem sieht es ziemlich gut aus, beim zweiten bin ich noch am Überlegen. Da werden die nächsten Wochen entscheiden, wo die Reise hingeht. Aber man sieht, das ist schon eine Mannschaft, die hohe Ziele hat. Ja, wir wollen dieses Jahr auf jeden Fall konstanter die Spitze der Oberliga angreifen. Und so wie es jetzt aussieht, sind wir im Plan, aber es ist noch einiges zu tun. Und wie ist die letzte Saison gelaufen? Da wurde es knapp, Trainerwechsel um die Weihnachtszeit. Und ich bin dann am Ende der Saison eingesprungen und wir haben gerade so den Klassenerhalt geschafft. Das soll dieses Jahr anders laufen. Wie viele neue Spieler habt ihr jetzt? Ich denke, wirkliche Verstärkungen sind 4, aber ein, zwei können wir noch gebrauchen. Okay. Und auf welche Position? Gute Jungs sind überall gefragt. Am liebsten würde ich mir noch einen starken Flügel wünschen. Okay. Man sieht ja auch heute, ihr seid ja schon sehr früh gestartet. Ja? Also, ihr seid schon früh im Saft sozusagen. Ja, dadurch, dass es einige Umstellungen in der Mannschaft gab, war es wichtig, früh miteinander anzufangen, zu spielen und sich kennenzulernen. Deswegen haben wir es dieses Jahr anders gemacht, als es im Berliner Basketball üblich ist. Und ich habe da auch schon erfahrene Spieler, das heißt auch Spieler, die auch Bundesliga-Erfahrung haben. Ja, du sprichst Nico an. Ich hoffe darauf, er hat es nach schwerer Verletzung im letzten Herbst, gerade in der Genesungsphase. Und wir hoffen, ihn bis zu Saisonbeginn oder ich sage mal bis zu den Herbstferien so fit zu haben, dass er der Mannschaft auch helfen kann. Wann geht es bei euch los? Die Saison beginnt im September. Aber wie du sehen konntest, wir sind schon dabei. Okay, dann wünsche ich dir viel Glück. Danke dir.